Heute schauen wir uns das Thema E-Zigaretten an. Wie gefährlich sind Elfbar und Co. wirklich? Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema, das ja indirekt auch mit Fitness zu tun hat, auf jeden Fall aber direkt mit Gesundheit, nämlich mit dem Dampfen von E-Zigaretten bzw. mit dem Vaping. E-Zigaretten, insbesondere auch diese Einweg-E-Zigaretten wie Elfbar und wie sie alle heißen, sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden und inzwischen auch bei Social Media immer mehr vertreten. Nicht unbedingt in Bezug auf aktive Werbung dafür, aber man sieht immer wieder Streamer, die beispielsweise während ihrer Streams am Elfbar oder anderen, meist Einweg-Vapes, aber auch anderen Vapes, ziehen. So als wäre das ein Kaffee, den man nebenher trinkt. Und insofern scheint das gesellschaftlich geradezu sehr normal geworden zu sein. Und was dabei natürlich dann durchaus auf der Strecke bleiben kann, das sind die Bedenken in Bezug auf gesundheitliche Risiken, die das Vapen mit sich bringt. Vapen wird ja häufig genutzt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und das heißt dann immer, es sei deutlich weniger schädlich. Und wir werden uns mal heute angucken, ob es wirklich so ist. Als Aufhänger habe ich mir dafür ein Video von KuchenTV genommen. Dieses Video, da schauen wir gleich mal ganz kurz rein, werden es uns natürlich nicht ganz anschauen. Und der gute KuchenTV ist ja ansonsten eigentlich eher bekannt durch seinen Beef, den er mit verschiedenen Bubbles hat. Und das ist ein Thema, aus dem werde ich mich grundsätzlich raushalten. Aber jetzt hat er tatsächlich auch mal ein Video gemacht, das, ich würde sagen, bubbleübergreifend relevant ist, nämlich wie schlimm ist eigentlich Vapen und wie schwierig ist es, davon wieder loszukommen. Wir schauen mal kurz in den Anfang seines Videos rein. Jo, Freunde der Süchte, ich muss euch was beichten. Ich bin süchtig nach pelzigen Eiersäcken und verschwitzten Schwänzen. Außerdem von Elfbars. Und da es mir wirklich viel, viel schwerer fällt, von dieser E-Zigarette wegzukommen, als ich jemals gedacht hätte. Und da das auch gerade bei jungen Erwachsenen sehr im Trend ist, ich meine, Blue Res Lemonade, was ist das für ein unfassbar geiler Geschmack? Wollte ich in diesem Video einfach mal darüber sprechen. Denn diese Sucht kommt tatsächlich viel schneller, als man sich das vorstellt. Und vielleicht kann ich einige von euch mit diesem Video abhalten. Ja, was die erste Sucht, die er da anspricht, betrifft, dazu habe ich keine Studien etc., dazu kann ich mich jetzt nicht äußern, aber die zweite Sucht, wie gesagt, da geht es in seinem Fall jetzt um Elfbars ganz konkret, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Einweg-E-Zigaretten, die sind nicht nur, was den ökologischen Aspekt betrifft, mehr als bedenklich, weil da jedes Mal wieder ein ganzes elektrisches Gerät danach im Müll landet, sondern natürlich eventuell auch gesundheitlich durchaus bedenklich. Dazu gucken wir gleich mal rein, was es dazu so gibt. Und was er hier auch anspricht, ist dann, dass das offensichtlich süchtig macht. Er hat, soweit ich weiß, vorher keine Zigaretten geraucht. Viele Leute steigen vom Zigarettenrauchen um auf E-Zigaretten. Aber so oder so ist es ganz offensichtlich sehr schwer, auch von den E-Zigaretten hinterher wieder loszukommen. Bei meiner Recherche über die potenziellen gesundheitlichen Risiken von E-Zigaretten bin ich auf eine Unzahl von Studien gestoßen, die sich damit auseinandersetzen, und es ist in der Kürze der Zeit praktisch nicht möglich, da eine wirkliche Übersicht zu erlangen. Deswegen habe ich mich jetzt mal für euch hauptsächlich auf die bis jetzt bekannten offiziellen Statements dazu beschränkt, die sich aber natürlich auf genau diese Studien stützen. Das ist zum Beispiel ein Statement von 2021 vom BfR, vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Und hier dürften allerdings die Elfbars speziell mit ihren Liquids, die auch sehr viele Aromen beinhalten, mehr als viele andere Liquids, noch nicht mit eingeflossen sein. Und soweit ich weiß, gibt es speziell dazu auch noch keine eigenen Studien, aber zum Vapen insgesamt natürlich schon. Und wir schauen mal kurz da rein. Ja, das ist hier dieses Statement, das heißt E-Zigaretten alles andere als harmlos, und das ist wie gesagt auch schon über 2 Jahre alt, also es werden neue Ergebnisse, es sind definitiv neue Ergebnisse dazugekommen aus den verschiedensten Bereichen, aber soweit ich es gesehen habe, sind die grundsätzlichen Aussagen immer noch zutreffend. Was wir hier schon mal gleich sehen, ist die Frage, ob E-Zigaretten gefährlicher sind als herkömmliche Zigaretten, und gefährlicher als herkömmliche Zigaretten sind sie aller Voraussicht nach natürlich nicht, weil die ganzen Verbrennungsstoffe wegfallen.
Aber es gibt halt auch überhaupt noch keine Langzeitstudien. Hier steht jetzt in dem Statement vom BfA, wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass E-Zigaretten wesentlich weniger gefährlich als herkömmliche Zigaretten sind. Dies lässt sich auf Basis des reduzierten Schadstoffgehalts der Emissionen von E-Zigaretten verglichen mit herkömmlichen Zigaretten feststellen. Ein wissenschaftlicher Risikovergleich zeigt, dass die Toxizität des Dampfes, Inhalieren von Nikotin über Verdampfersysteme wie die E-Zigarette, deutlich geringer ist als das Inhalieren von Zigarettenrauch. Ja, also es wurde auch früher immer davon geredet, dass E-Zigarettenrauch oder beziehungsweise Dampf zu 95% weniger schädlich sein soll als das Rauchen von Zigaretten. Das ist aber nur eine Schätzung, die im Übrigen auf einer englischen Untersuchung von 2015 im Wesentlichen beruht. Also auch da sind jetzt die neuesten Ergebnisse noch nicht mit eingeflossen und das ist nur eine Schätzung. Trotzdem ist es natürlich so, dass all diese vielen Verbrennungsstoffe, die im Zigarettenrauch sonst vorhanden sind, bei E-Zigaretten, die normal funktionieren, also wo es nicht irgendwelche Schäden gibt, dass es doch dann irgendwie mehr zur Verbrennung kommt, entweder ganz oder zumindest fast ganz wegfallen. Und diese Verbrennungsstoffe sind ja hauptursächlich für das Krebspotenzial, aber zum Beispiel auch sehr relevant für die Gefahr für das Herz-Kreislauf-System, die mit dem Rauchen einhergehen. Insofern ist schon davon auszugehen, dass E-Zigarettenrauch weniger schädlich ist als oder E-Zigarettendampf als echter Zigarettenrauch. Aber ob es wirklich nur 5% der Schädlichkeit hat, kann man beim besten Willen nicht sagen. Und das vor allem auch, weil es bis jetzt keine Langzeitstudien gibt, die über ein Jahr beispielsweise hinausgehen. Und auch hier im BfR wird natürlich darauf hingewiesen, dass durchaus nicht ganz unwesentliche Risiken bestehen. Beispielsweise, wenn es um das Thema Krebs geht, steht hier auch, beim Dampfen können krebserzeugende Substanzen wie Formaldehyd und Acetaldehyd sowie zelltoxisches Acrolein entstehen. Also ein paar von den Stoffen, die ja auch dann natürlich beim Rauchen entstehen, können offensichtlich auch hier entstehen. Und es gibt so viele verschiedene Anbieter, dass man gar nicht sagen kann, auch mit den verschiedenen Inhaltsstoffen, die hier drin sind, wie viel davon jetzt von jedem konkreten Anbieter bei den Produkten entsprechend entstehen können. Insofern, es entsteht auch hier zumindest ein theoretisches Krebsrisiko. Ob man durch E-Zigaretten wirklich Krebs bekommt, müssten allerdings Langzeitstudien zeigen und die gibt es bis jetzt nicht. Das Risiko ist mit Sicherheit wesentlich geringer, aber wie wir gesehen haben, es gibt diese Stoffe teilweise auch in E-Zigaretten, deswegen kann es nicht ausgeschlossen werden. Und jetzt mal unabhängig von dem Krebsrisiko gibt es natürlich auch noch andere Bedenken, die damit einhergehen. Beispielsweise gibt es andere bestimmte Trägersubstanzen, die eigentlich in allen diesen Liquids vorhanden sind. In dem Fall sind das Propylenglykol und Glycerin. Das ist zwar als Nahrungsmittelzusatz teilweise zugelassen, offensichtlich, aber niemand weiß so richtig, wie sich das auf Dauer auswirkt, wenn man das ständig über Jahre inhaliert. Steht auch hier wieder, bislang fehlen Langzeitstudien, wie sich das Einatmen der Vernebelungsmittel Propylenglykol und Glycerin auf die Gesundheit auswirkt. Außerdem steht hier, dass es belegt ist, dass einige der in den Liquids verwendeten Aromen Allergien auslösen können und speziell jetzt in Elfbar, aber auch in einigen anderen sind ja schon sehr hochkonzentrierte Liquids, wie es scheint, weil die ja sehr intensiven Geschmack haben. Also auch Allergien können eventuell dadurch ausgelöst werden. Und zumindest vorübergehende Reizungen des Atmungssystems sind auf jeden Fall beschrieben. Und dann enthalten die gängigen Liquids, auch von Elfbar natürlich normalerweise Nikotin. Es gibt auch nikotinfreie Liquids, bei denen das wegfällt. Aber gerade wenn man es als Rauchentwöhnung nutzt, wird man sicherlich nikotinhaltige Liquids nehmen. Und Nikotin ist jetzt ja auch nicht ganz ohne. Hier steht beispielsweise, davon abgesehen ist der Konsum von Nikotin ein gesundheitlicher Risikofaktor, wie gesagt. Es bewirkt erhöhten Blutdruck, erhöhte Thromboseneigung, Ausschüttung von Stresshormonen und vermehrte Bildung von Magensäure. Dies begünstigt etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen und erhöht das Risiko für einen Schlaganfall. Also auch das Nikotin selber ist nicht nur ein Stoff, der im hohen Maße süchtig machen kann, sondern der gesundheitliche Risiken mit sich bringt.
Nun ist natürlich das Bundesinstitut für Risikobewertung nicht die einzige Behörde, die sich mit so etwas auseinandergesetzt hat. Relativ viel Aufsehen erregt hat die besagte Stellungnahme der britischen Behörden von 2015. Dazu kam jetzt eine Neubewertung im letzten Jahr, 2022, also raus. Auch hier ist wieder nicht von 11 Bars speziell die Rede und ganz neue Ergebnisse sind dann logischerweise auch nicht mit hier drin. Aber hier wurde zunächst mal auch wieder neu bewertet anhand von etlichen Studien, die es dazu inzwischen gibt, wie laut dieser Organisation, das Office for Health Improvement and Disparities, wie da die Gesundheitsrisiken einzuordnen sind. Und wir gucken hier auch nur mal kurz in die Overall Conclusions. Da steht drin, in the short and medium term, vaping poses a small fraction of the risk of smoking. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht ansatzweise so gefährlich wie Rauchen, aber es hat einen Teil der gesundheitlichen Risiken, die wir ja eben auch schon angesprochen haben. Vaping is not risk-free, particularly for people who have never smoked. Das ist der nächste Teil. Auch Leute wie beispielsweise KuchenTV, die ja anscheinend nie vorher geraucht haben, werden durch den hippen Faktor vom Vapen und von 11 Bars etc. dazu verleitet, diese auszuprobieren. Und wenn man erstmal da dran ist, dann ist es sehr schwer davon wegzukommen. Nicht nur aufgrund des Nikotins, was süchtig macht, sondern bei den sehr stark aromatisierten Liquids, auch zum Beispiel aufgrund des Geschmacks, auch die Aromen selber scheinen durchaus ein abhängig machendes Potenzial zu haben, wenn auch nicht körperlich. So, und dann, das ist nochmal der wichtigste Punkt eigentlich, der eben auch schon angesprochen wurde, steht auch hier wieder, evidence is mostly limited to short and medium term effects and studies assessing longer term vaping for more than 12 months aren't necessary. Es gibt praktisch keine Studien, die sich das Ganze länger als 12 Monate angeguckt haben. Deshalb kann niemand wirklich sagen, wie sich Vapen langfristig auf die Gesundheit auswirkt. Es besteht ein Risiko. Es wird lediglich geschätzt, dass es deutlich geringer ist als beim Rauchen. Aber kein Experte hat jemals behauptet, es würde kein Risiko bestehen, beziehungsweise es wäre ungefährlich. Ganz im Gegenteil, die Risiken habe ich bereits angesprochen. Dann ist jetzt natürlich noch die Frage, können 11 Bar und Co. eventuell helfen, vom Rauchen wegzukommen? Dazu gibt es auch ein paar Erhebungen, unter anderem diese Studie von 2019 aus dem New England Journal of Medicine, ein sehr renommiertes Journal. Und aus dieser Erhebung, die aber wie gesagt auch schon einige Jahre her ist, konnte drin gezeigt werden, dass Raucher, die auf E-Zigaretten umsteigen, anscheinend nach 12 Monaten, länger ging diese Studie auch nicht, zu einem relativ hohen Prozentsatz nicht wieder zum Rauchen zurückgekehrt sind. Also anscheinend kann es helfen, vom Rauchen wegzukommen. Nur dann hat man die nächste Sucht an der Backe, auf gut Deutsch. Denn jetzt sind die meisten Leute offensichtlich mehr oder weniger abhängig von den E-Zigaretten und müssen davon auch noch runterkommen, denn es ist jetzt erstens eventuell eine neue Sucht hinzugekommen nach diesen stark schmeckenden Aromen und zweitens ist immer noch eine Nikotinsucht vorhanden. Und man weiß bis jetzt noch nicht so wirklich, ob das mit der Zeit abnehmen würde. Ich würde eher mutmaßen, dass wenn man weiter vaped, man nicht von alleine entwöhnt wird. Da spricht eigentlich gar nichts für, dass das so sein könnte. Wenn wir das also alles zusammenfassen, stellen wir fest, Vaping ist alles andere als gesund, offensichtlich. Es ist das nicht ganz so große Übel im Vergleich mit Zigaretten, was die reine Gesundheit betrifft, aber was die süchtig machende Potenzial betrifft, möglicherweise genauso addictive wie echtes Rauchen. Und insofern würde ich jedem, der bis jetzt nicht raucht und nicht schon vaped, davon abraten, als beispielsweise Party-Substanz hier und da mal eine 11 Bar oder einen 11 Bar, ich weiß gar nicht, ob es die oder der 11 Bar ist, auszuprobieren, denn das kann durchaus dazu führen, dass man selbst durch die 11 Bar selber dann auf einmal nikotinsüchtig oder vapesüchtig wird und dann vielleicht nicht gleich zum richtigen Raucher wird, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, scheint aber auch vorzukommen laut einzelner Studien, aber zumindest, dass man dann eine Nikotinsucht und eine 11-Bar-Sucht hat, die man nicht so leicht wieder los wird. Also man sollte nicht damit anfangen. Wenn man mit dem Rauchen aufhören muss, kann ich mich nicht dazu äußern, ob es einen Sinn machen kann, zunächst auf E-Zigaretten umzusteigen, weil die Datenlage für mich persönlich dafür zu unübersichtlich ist. Möglicherweise macht es Sinn, das sollte man mit seinem Arzt besprechen. Aber wie gesagt, dann hat man die nächste
Sucht möglicherweise auch schon dabei. Wir schließen das Ganze mal ab mit dem Schlusswort von KuchenTV aus seinem Video, wo er das Ganze nochmal zusammenfasst. Gekommen ist. Was ich euch mit diesem Video auf jeden Fall mitgeben will, so eine Sucht kommt wirklich schneller, als man gucken kann. Ich selber habe das am Anfang auch überhaupt gar nicht so wahrgenommen, weil es auch in meinem Freundeskreis irgendwann komplett normal gewesen ist, dass halt jeder mal eine Elfbar am Start hatte. Wir alle sind da halt komplett reingerutscht, man hat gar nicht gemerkt, dass man langsam aber sicher diese Sucht entwickelt und irgendwann ist man so tief drin, dass es wirklich sehr schwer ist, damit aufzuhören. Deswegen, kleiner Tipp an euch, fangt nicht damit an. Holt euch auch nicht eine, weil ihr mal Lust habt, das auszuprobieren. Holt euch auch keine, wenn ihr irgendwie feiern seid und denkt, boah, jetzt eine Elfbar wäre cool. Lasst wirklich die Finger komplett weg davon. Denn, wie ihr seht, ist es wirklich schwerer, damit aufzuhören, als ihr denken könnt. Es ist teuer, es macht euren Körper kaputt, es hat keine Vorteile. Lasst es bitte einfach. Diesem Schlusswort möchte ich mich anschließen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst ein Like da. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt, aktiviert die Glocke und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao!